Vor vielen Jahren machte ich eine lange Wanderung in einem Hochland der Alpen, einem sehr alten Gebirge, das dann in die Provence übergeht und das Touristen völlig unbekannt ist. Ich begann damals meinen langen Weg in dieser Einöde, einer kahlen und eintönigen Gegend, in etwa 1200 bis 1300 Meter Höhe. Nur wilder Lavendel wuchs dort. Ich durchquerte diese Landschaft da, wo sie am breitesten ist. Und nachdem ich 3 Tage zu Fuß gegangen war, fand ich mich in einer unvorstellbar öden und kargen Gegend wieder. Ich schlug mein Lager neben den Überresten eines verlassenen Dorfes auf. Seit dem Vortag hatte ich nichts mehr getrunken und ich musste frisches Wasser finden. Aus den verfallenen Häusern, die eng zusammengerückt dastanden, wie Waben eines alten Wespennestes, schloss ich, dass es hier früher einmal eine Quelle gegeben haben musste oder einen Brunnen. Und es gab auch einen Brunnen, aber er war ausgetrocknet. Die 5 bis 6 Häuser waren ohne Dächer und zerfressen von Wind und Regen. Der Glockenturm der kleinen Kapelle war verfallen. Die Gebäude waren noch vorhanden, nur alles Leben war aus ihnen verschwunden. Es war ein schöner Junitag unter einer strahlenden Sonne. Doch über diese Landschaft, die sich schutzlos hoch in den Himmel streckte, blies ein unerträglicher, rauer Wind. Er klang in den Gerippen der Häuser wie das Grollen eines wilden Tieres, das beim Fressen gestört wird. Und so musste ich mein Lager abbrechen. Nach 5 Stunden Fußmarsch hatte ich noch immer kein Wasser gefunden und nichts ließ mich hoffen, dass meine Suche Erfolg haben würde. Überall die gleiche Dürre, das gleiche harte Gras. Plötzlich bemerkte ich in der Ferne einen kleinen dunklen Umriss. Ich hielt ihn zunächst für einen einzelnen Baumstamm. Auf gut Glück ging ich auf ihn zu. Es war ein Schäfer. Neben ihm lagen etwa 30 Schafe auf der versenkten Erde und ruhten aus. Er gab mir aus seiner Kürbisflasche zu trinken. Danach führte er mich zu seinem Schafstall in einer Senke der Hochebene. Sein köstliches Wasser gewann er aus einem natürlich entstandenen, sehr tiefen Loch, über dem er eine einfache Winde angebracht hatte. Der Mann sprach nur sehr wenig, so wie es oft bei Menschen ist, die einsam leben. Aber man spürte, dass er seiner sicher war und in sich selbst ruhte. Dies fand ich ungewöhnlich in dieser völlig kahlen Einöde. Er wohnte nicht in einer Hütte, sondern in einem richtigen Haus aus Stein. Man sah, dass er es mit viel eigener Arbeit wieder instand gesetzt hatte, so wie es ursprünglich einmal gewesen war. Das Dach des Hauses war fest und dicht, und der Wind, der es schüttelte, klang auf den Ziegeln wie das Wasser am Strand des Meeres. Sein Haushalt war geordnet, das Geschirr gewaschen, das Gewehr geölt. Die Suppe dampfte auf dem Feuer. Ich bemerkte auch, wie gut er rasiert war. An seiner Kleidung war kein Knopf lose, und die Kleider selbst waren so sorgfältig geflickt, dass man keine Naht entdecken konnte. Er teilte seine Suppe mit mir. Später bot ich ihm von meinem Tabak an,
Doch er sagte mir, er rauche nicht. Sein Hund, ebenso schweigsam wie er, war freundlich, aber ohne Unterwürfigkeit. Wir hatten ausgemacht, dass ich die Nacht hier verbringen würde, denn das nächste Dorf war noch immer mehr als 2 Tagesmärsche von hier entfernt. Ich wusste genau, was das für Dörfer waren, von denen es in dieser Gegend nur noch sehr wenige gab. 5 oder 6 von ihnen lagen weit voneinander entfernt an den Hängen dieses Hochlandes und im Unterholz der weißen Eichen völlig abseits von jeglichem Verkehr. In diesen Dörfern wohnten Köhler. Hier lebte es sich schlecht. Dicht drängten sich die Familien aneinander in diesem Klima, das im Sommer wie im Winter unerbittlich rau war. Zurückgeworfen in diese Einsamkeit kämpften sie ums Überleben. Das ständige Verlangen, diesem unwirtlichen Ort zu entkommen, saß tief in den Menschen und ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Immer wieder schafften die Männer die Holzkohle in die Stadt und immer wieder kehrten sie zurück. Selbst die besten und widerstandsfähigsten zerbrachen unter dieser ständigen Spannung. Die Frauen wärmten immer wieder ihre Enttäuschungen auf. Man kämpfte um alles, um das Geld für die Holzkohle ebenso wie um den Sitzplatz in der Kirche. Die Tugenden lagen untereinander im Streit ebenso wie die Laster. Und beide bekämpften sich gegenseitig unaufhörlich. Und unaufhörlich blies über alledem der Wind und legte sich aufs Gemüt. Selbstmord trat bisweilen auf wie eine Seuche und zahlreiche Fälle von Wahnsinn, die fast immer mit Mord und Totschlag endeten. Der Schäfer, der nicht rauchte, trug gleichwohl einen kleinen Beutel bei sich. Er leerte ihn und breitete eine ganze Menge Eicheln auf dem Tisch aus. Mit großer Sorgfalt prüfte er dann jede einzelne von ihnen und schied die guten von den schlechten. Ich rauchte meine Pfeife und bot mich an, ihm zu helfen. Aber er sagte mir, dass dies seine Arbeit sei. Und in der Tat, als ich die Sorgfalt bemerkte, mit der er vorging, beharrte ich nicht weiter auf meinem Angebot. Das war alles, was wir miteinander sprachen. Als er so eine beträchtliche Anzahl guter Eicheln ausgelesen hatte, zählte er sie ab, in Häufchen zu jeweils 10 Stück. Dabei sortierte er die aus, die zu klein waren oder Risse aufwiesen, denn jetzt untersuchte er jede Eichel noch einmal ganz genau. Als schließlich 100 makellose Eicheln vor ihm lagen, hörte er auf und wir gingen zu Bett. Das Zusammensein mit diesem Mann erweckte in mir das Gefühl tiefen Friedens. Am nächsten Morgen fragte ich ihn, ob ich noch einen Tag bleiben und mich bei ihm ausruhen könne. Er fand meine Bitte ganz natürlich oder, um es genau zu sagen, er erweckte in mir den Eindruck, dass nichts ihn in seiner Ruhe stören könne. Eigentlich musste ich mich nicht unbedingt ausruhen, aber ich war neugierig geworden und wollte mehr über diesen Mann erfahren. Er holte seine Schafe aus dem Stall und führte sie auf die Weide. Bevor er ging, befeuchtete er den kleinen Beutel mit den sorgfältig ausgewählten und abgezählten Eicheln in einem Eimer Wasser. Ich bemerkte, dass er statt eines Stockes einen Eisenstab mitnahm, der daumendick und etwa schulterhoch war. Ich tat so, als ob ich nur ein bisschen spazieren gehen wollte und nahm einen Weg, der dem seinen auf gleicher Höhe folgte. Die Weide seiner Tiere lag im Grunde eines engen Tales. Er überließ die kleine Herde der Bewachung seines Hundes und kam auf mich zu. Ich fürchtete, dass er mir wegen meiner Neugier Vorhaltungen machen würde, doch keineswegs. Er lud mich ein, ihn zu begleiten. Von dieser Stelle wolle er noch etwa 200 Meter zur Anhöhe hinauf. Als er so an seinem Ziel angekommen war, fing er an, seinen Eisenstab in den Boden zu treiben. Er machte somit ein Loch, legte eine Eichel hinein und verschloss das Loch wieder mit Erde. Er pflanzte Eichen.
Ich fragte ihn, ob das Land ihm gehöre. Er verneinte es. Ob er wisse, wem es gehöre. Er wisse es nicht. Er nehme an, dass das Land Allgemeingut sei oder vielleicht Leuten gehöre, die sich nicht darum kümmerten. Er aber kümmere sich nicht darum, diese Eigentümer kennenzulernen. Und so pflanzte er mit größter Sorgfalt seine 100 Eichen. Nach dem Mittagessen begann er erneut damit, sein Saatgut zu verlesen. Ich stellte meine Fragen wohl mit recht großer Beharrlichkeit, denn er antwortete mir. Seit 3 Jahren pflanze er in dieser Einöde Bäume. Unterdessen seien es 100.000. Von diesen 100.000 seien 20.000 angewachsen. Von denen, so rechne er, werde er noch die Hälfte verlieren, sei es wegen Schaden durch Nagetiere oder durch unberechenbare Schläge des Schicksals. Somit verblieben noch 10.000 Eichen, die an diesem Ort wachsen, an dem es zuvor nichts gab. Von diesem Augenblick an begann ich mich zu fragen, wie alt dieser Mann wohl sei. Er war offenkundig älter als 50. 55 Jahre sei er alt, so sagte er mir. Er heiße Elzéar Bouffier. Er hatte früher einen Hof besessen, unten in der Ebene. Das war sein Lebensinhalt gewesen. Er hatte seinen einzigen Sohn verloren und dann seine Frau. Danach hatte er sich in die Einsamkeit zurückgezogen und fand seine Zufriedenheit darin, in aller Abgeschiedenheit zu leben mit seinen Schafen und seinem Hund. Es war ihm klar geworden, dass diese Landschaft sterben würde, weil es keine Bäume mehr gäbe. Und da er, so fügte er hinzu, nichts Wichtiges vorgehabt hätte, habe er sich entschlossen, etwas zu unternehmen gegen diese schlimme Lage. Ich war jung und dachte nur an meine eigene Zukunft und was sie mir bringen würde auf meiner Suche nach dem Glück. Also sagte ich ihm, dass diese 10.000 Eichen in 30 Jahren wunderbare Bäume sein würden. Er antwortete mir ganz einfach, wenn er, so Gott wolle, noch so lange lebe, werde er in 30 Jahren noch so viele Bäume gepflanzt haben, dass diese 10.000 nur wie ein kleiner Tropfen in einem großen Meer sein würden. Außerdem beschäftige er sich schon mit der Aufzucht von Buchen. Und in der Nähe seines Hauses habe er schon eine Baumschule angelegt. Die Pflänzchen seien wunderbar angewachsen. Er beabsichtige ebenfalls Birken zu pflanzen, an den tiefer gelegenen Stellen, wo der Boden einige Meter unterhalb der Erdoberfläche über ausreichend Feuchtigkeit verfüge. Am nächsten Tag verabschiedeten wir uns voneinander. Im Jahr darauf brach der Erste Weltkrieg aus, der mich 5 Jahre meines Lebens kostete. Ein Infanteriesoldat hat kaum Zeit, über Bäume nachzudenken. Als der Krieg zu Ende war, verfügte ich zwar nur über eine verschwindend kleine Entlassungsprämie, aber über das große Verlangen, in frischer Luft neu zu atmen. Dieses Verlangen führte mich erneut in diese verlassene Gegend. Die Landschaft hatte sich nicht verändert. Und doch bemerkte ich in der Ferne, jenseits des verlassenen Dorfes, eine Art grauen Nebels, der die Anhöhen wie ein Teppich bedeckte. Schon seit Tagen hatte ich wieder an den Schäfer denken müssen, der Bäume pflanzte. 10.000 Eichen, so sagte ich mir, brauchen doch wirklich sehr viel Platz. Ich hatte in den vergangenen 5 Jahren zu viele Menschen sterben sehen, um mir nicht vorstellen zu können, dass auch Elzéar Bouffier schon gestorben sein könnte. Vor allem, da man im Alter von 20 Jahren Menschen, die gerade erst 50 sind, für sehr, sehr alt hält und meint, dass sie eigentlich nur noch zu sterben hätten. Er war aber keineswegs gestorben.
Er hatte nur seinen Beruf gewechselt. Er besaß nur noch 4 Schafe, dafür aber hatte er jetzt etwa 100 Bienenstöcke. Von den anderen Schafen hatte er sich getrennt, da sie seine Baumschule gefährdeten. Der Krieg hatte ihn überhaupt nicht gestört. Unerschütterlich hatte er weiter seine Bäume gepflanzt. Die Eichen aus dem Jahre 1910 waren nunmehr 10 Jahre alt und höher als er und ich. Es war ein so eindrucksvolles Schauspiel, dass es mir im wahrsten Sinn des Wortes die Sprache verschlug. Und da auch er nicht sprach, verbrachten wir schweigend den ganzen Tag und gingen in seinem Wald spazieren. Er war in 3 Abschnitte gegliedert, 11 Kilometer lang und an seiner weitesten Stelle 3 Kilometer breit. Und ich stellte mir vor, dass all dies aus den Händen und dem Herzen dieses einen Mannes entstanden war, ohne jegliches technische Hilfsmittel. Und ich begriff, dass der Mensch so viel zu schaffen vermag wie Gott, wenn nur sein Ziel nicht auf Zerstörung gerichtet ist. Elzéar Bouffier hatte seinen Traum nicht aufgegeben und die schulterhohen Buchen, soweit das Auge reichte, waren ein Zeugnis dafür. Die Eichen waren kräftig und aus dem Alter heraus, in dem Nagetiere sich an ihnen gütlich tun konnten. Und das Schicksal müsste schon einen Wirbelsturm schicken, um dieses Werk eines Menschen zu zerstören. Er zeigte mir bewundernswerte Haine von Birken, die 5 Jahre alt waren. Sie waren im Jahre 1915 gepflanzt worden, also in der Zeit, als ich bei Verdun gekämpft hatte. Er hatte sie überall in den Niederungen gepflanzt, wo es, wie er richtig vermutet hatte, Feuchtigkeit unterhalb der Erdoberfläche gab. Sie waren zart gebaut wie Jünglinge und voller Lebenslust. Gewachsen waren die Bäume allein. Er hatte sich nicht darum gekümmert, sondern nur unerschütterlich sein ganz einfaches Werk fortgesetzt. Doch als wir wieder hinuntergingen und durch ein Dorf kamen, sah ich Wasser in den Bachläufen, die seit Menschengedenken immer trocken gewesen waren. Das war für mich das eindrucksvollste Beispiel für den Kreislauf der Natur, das ich jemals gesehen habe. In diesen ausgetrockneten Bachläufen war in früheren Zeiten schon einmal Wasser geflossen. Einige dieser verlassenen Dörfer, von denen ich zu Beginn meiner Erzählung berichtet habe, waren ursprünglich einmal auf alten Siedlungen der Gallier und der Römer errichtet worden. Archäologen haben in einigen dieser Reste gegraben und an manchen Stellen sogar Angelhaken gefunden. Aber im 20. Jahrhundert war selbst in den wenigen Brunnen kaum noch Wasser zu finden. Auch der Wind hatte einige Samen verbreitet. Und zur gleichen Zeit, als das Wasser wieder zurückkehrte, kamen auch Weiden, Schilfgras, Wiesen, Gärten, Blumen. Und es gab wieder einen Grund, hier zu leben. Aber diese Veränderung war so langsam geschehen, dass man sich daran gewöhnte, ohne sich darüber zu wundern. Zwar hatten Jäger, die in die Einöden hinaufstiegen, um Hasen und Wildschweinen nachzustellen, sehr wohl die beständige Vermehrung der kleinen Bäume bemerkt. Aber sie hielten dies eher für eine Laune der Natur. Dies war auch der Grund dafür, dass sich niemand in die Arbeit dieses Mannes eingemischt hatte. Hätte man ihn hinter all dem vermutet, wären seine Pläne sicher durchkreuzt worden. Doch wer hätte auch nur einen Augenblick lang an ihn gedacht? Von 1920 an verging kein Jahr, in dem ich Elzéar Bouffier nicht besuchte. Nie sah ich ihn zweifeln oder die Hoffnung verlieren, obwohl es, weiß Gott, oft genug so scheinen musste, als sei das Schicksal gegen ihn. Ich habe mir seine Enttäuschungen nie vorgestellt. Doch sicher musste er viele Rückschläge überwinden, um ein Ziel wie das seine zu erreichen. Um eine Vorstellung von diesem außergewöhnlichen Mann zu bekommen, darf man nicht vergessen, dass er dies alles in totaler Einsamkeit getan hat. So total, dass er gegen Ende seines Lebens die Gewohnheit aufgegeben hatte, zu sprechen. Es mag sein, dass er auch keine Notwendigkeit mehr dazu sah. Im Jahre 1933 erhielt er den Besuch eines verblüfften Försters.
Der Beamte setzte ihn in Kenntnis, dass es verboten sei, im Freien Feuer zu machen, da sonst das Wachsen dieses natürlichen Waldes gefährdet sei. Es sei das erste Mal, so sagte dieser Mann einfältig, dass man einen Wald von sich aus wachsen sehe. Im Jahre 1935 kam sogar eine richtige Abordnung der Verwaltung, um sich diesen natürlichen Wald näher anzuschauen. Eine bedeutende Persönlichkeit aus der Wasser- und Forstwirtschaft, ein Abgeordneter und Spezialisten. Es wurde manche unnütze Rede gehalten und man beschloss, etwas zu unternehmen. Doch glücklicherweise unternahm man nichts, ausgenommen eine nützliche Sache. Der Wald wurde unter staatlichen Schutz gestellt und die Herstellung von Holzkohle wurde verboten. Es war in der Tat unmöglich, von der Schönheit und Kraft dieser jungen Bäume nicht gefesselt zu sein. Und selbst den Abgeordneten hatten sie beeindruckt. Unter den Forstleuten, die zu der Abordnung gehörten, befand sich ein Freund von mir. Ihm habe ich das Geheimnis dieses Waldes verraten. An einem Tag in der darauffolgenden Woche machten wir uns beide auf, Elziar Bouffier zu besuchen. Wir fanden ihn mitten bei seiner Arbeit, etwa 20 Kilometer von der Stelle entfernt, an der die Besichtigung stattgefunden hatte. Der Förster war nicht umsonst einer meiner Freunde. Er wusste den Wert der Dinge einzuschätzen. Ich bot die wenigen Eier an, die ich als Geschenk mitgebracht hatte, und wir teilten uns unser Essen. So verbrachten wir einige Stunden in stiller Betrachtung der Landschaft. Der Hang, über den wir hergekommen waren, war übersät mit 6 bis 7 Meter hohen Bäumen. Ich dachte daran, wie diese Gegend im Jahre 1913 ausgesehen hatte. Überall Ödland. Die regelmäßige Arbeit, die frische Höhenluft und vor allem der Seelenfrieden hatten diesen alten Mann mit einer Gesundheit ausgerüstet, die geradezu Feierlichkeit ausströmte. Er war ein Arbeiter Gottes. Ich fragte mich, wie viele Hektar Land er noch mit Bäumen bepflanzen würde. Bevor wir gingen, machte mein Freund nur eine kleine Bemerkung über die Baumarten, für die der Boden hier besonders geeignet schien. Doch er beharrte nicht weiter darauf. Ganz einfach, so sagte er mir später, weil dieser Mann mehr darüber weiß als ich. Nachdem wir einige Stunden gegangen waren und dieser Gedanke ihn offenbar nicht losließ, fügte er hinzu, er weiß mehr als jeder andere auf der Welt. Er hat den besten Weg gefunden, um glücklich zu sein. Es ist diesem Förster zu verdanken, dass nicht nur der Wald, sondern auch das Glück von Elziar Bouffier unangetastet blieb. Sein Werk war nur ein einziges Mal wirklich in Gefahr, und zwar im Kriegsjahr 1939. Die Autos liefen damals teilweise mit Holzgasmotoren und es gab nie genug Holz. Also begann man, die Eichen aus dem Jahr 1910 abzuholzen. Doch ihr Standort lag so weit weg von jeglichem Verkehrsnetz, dass sich dieses Vorhaben finanziell nicht lohnte. Und so gab man es auf. Der Schäfer hatte von alledem nichts bemerkt. Etwa 30 Kilometer weiter ging er friedlich seiner Beschäftigung nach, ohne den Zweiten Weltkrieg zu beachten, wie er auch schon den Ersten Krieg nicht beachtet hatte. Ein letztes Mal traf ich Elziar Bouffier im Juni des Jahres 1945. Er war damals 87 Jahre alt. Ich hatte wieder den Weg hoch in die Einöde eingeschlagen. Aber dieses Mal gab es, trotz der Erschütterungen, die der Krieg in diesem Land hinterlassen hatte, einen Bus, der zwischen dem Tal der Durance und dem Gebirge hin und her pendelte. Ich lastete es diesem verhältnismäßig schnellen Verkehrsmittel an, dass ich die Stellen meiner ersten Wanderungen nicht wiedererkannte. Doch am Ortsschild eines Dorfes vergewisserte ich mich, dass ich richtig in der Gegend war. In Vergon verließ ich den Bus. Im Jahre 1913 wohnten in diesem Weiler mit seinen 10 bis 12 Häusern nur 3 Menschen. Es waren wilde Fallensteller, die in gegenseitiger Feindschaft lebten. Es waren Menschen mit einem Leben ohne Hoffnung. Doch jetzt hatte sich alles verändert. Selbst die Luft.
statt der trockenen und heftigen Winde, die mich damals empfangen hatten, wehte jetzt eine leichte, würzige Brise. Ein Geräusch wie von fließendem Wasser kam von den Höhen herab. Es war der Wind, der in den Wäldern rauschte. Noch mehr erstaunte mich, dass ich das Geräusch von richtigem Wasser hörte, das in ein Becken floss. Ich sah, dass man einen Brunnen angelegt hatte, der überreichlich Wasser spendete. Und was mich am meisten rührte, man hatte daneben eine Linde gepflanzt, das untrügliche Zeichen einer Wiedergeburt. Darüber hinaus zeigte Vergon die Spuren des Aufbaus und neuer Hoffnung. Die Hoffnung war also wieder zurückgekehrt. Man hatte die Ruinen abgetragen und die baufälligen Mauern niedergerissen. Die neuen, frisch verputzten Häuser waren umgeben von Gemüsegärten, in denen in friedlicher Eintracht Blumen und Gemüse wuchsen, Kohl und Rosen, Lauch und Löwenmäulchen, Sellerie und Anemonen. Es war nunmehr ein Ort, an dem es Lust machte zu leben. Von hier ging ich zu Fuß weiter. Nach dem Krieg, dem wir entronnen waren, breitete sich das Leben nur zögernd aus. Aber Lazarus war aus dem Grab auferstanden. Auf den Hängen der Berge sprossen auf kleinen Feldern Gerste und Roggen. Und in den schmalen Tälern darunter leuchteten die Wiesen in sattem Grün. In den 8 Jahren, die seit dem Ende des Krieges vergangen waren, war diese Gegend aufgeblüht in Gesundheit und Wohlstand. Dort, wo ich im Jahre 1913 noch Ruinen vorgefunden hatte, standen nunmehr saubere Höfe in frischem Putz, in denen es sich glücklich und behaglich lebte. Und da das Wasser von Regen und Schnee durch die Wälder gebunden wurde, spendeten die alten Quellen wieder neues, frisches Wasser. Neben jedem Gehöft schwappten in kleinen Ahornwäldern die Brunnenbecken über und ergossen sich über Teppiche von grüner Minze. Allmählich sind auch die Dörfer wieder aufgebaut worden. Menschen sind aus den Tälern, wo das Land viel Geld kostet, hier heraufgekommen, um sich anzusiedeln. Junge Leute kamen hierher und mit ihnen neues Leben und die Lust auf Abenteuer. Auf allen Wegen trifft man nun Männer und Frauen, denen man ansieht, dass es ihnen gut geht. Und Mädchen und Jungen, die zu lachen verstehen und wieder Freude an ländlichen Festen haben. Wenn man die früheren Einwohner, die durch die Veränderung dieser wilden Landschaft kaum wiederzuerkennen sind, und die Neuangekommenen zusammennimmt, so sind es mehr als 10.000 Menschen, die ihr Glück Elzéar Bouffier verdanken. Wenn ich daran denke, dass ein einzelner Mensch genügte, um allein mit der Kraft seines Körpers und seines Willens aus der Wüste dieses gelobte Land hervorzubringen, so muss ich trotz allem erkennen, dass das Geschick des Menschen wunderbar sein kann. Und wenn ich darüber hinaus bedenke, wie beständig und groß, wie ausdauernd und uneigennützig das Herz eines Menschen sein muss, um eine solche Tat zu vollbringen, erfüllt mich eine unbeschreibliche Bewunderung für diesen alten, einfachen Schäfer, der fähig war, ein Werk zu vollbringen, das gotteswürdig wäre. Im Jahre 1947 starb Elzéar Bouffier friedlich in Banon.